Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um ein kurzes, knackiges Video zu den 1000 V-Bucks. Wenn ihr zu den, wenn ihr zu den Rette die Welt Gründern dazugehört, und zwar seht ihr schon im Hintergrund, das ist für dich. Wir vergeben 1000 V-Bucks an Spieler, die ein zufälliges Beutelama in Fortnite-Spielmodus Rette die Welt gekauft haben, als diese noch verfügbar waren. Obwohl dieser Vergleich nur für Spieler in den Vereinigten Staaten wirksam ist, haben wir uns dazu entschieden, ihn auf betroffene Spieler weltweit auszuweiten. Wir hoffen, dass du viel Spaß mit den V-Bucks hast und danken für deine Unterstützung. Also ihr seht schon, 1000 V-Bucks bekomme ich einfach nur dazu, weil ich ein zufälliges Beutelama vor dem 29. November gekauft habe oder das Tutorial abgeschlossen, was mich halt dazu gezwungen hat oder das, was mich dazu gebracht hat, ein zufälliges Beutelama zu kaufen. Und dazu gibt es natürlich weitere Informationen und ein eigenes oder einen eigenen Blogpost dazu, und wir fordern diese V-Bucks ein und springen direkt zu den Informationen. Und zwar bei dem Blogpost steht hier, Freunde, wir legen 1000 V-Bucks auf die Konten aller Spieler weltweit, die einen zufälligen Gegenstand oder einen zufälligen Lootlama oder zufälliges Lootlama in Rette die Welt gekauft haben, bevor wir ihn nicht mehr anbieten. Keine Aktion erforderlich, wenn du diesen Artikel gekauft hast, solltest du deine V-Bucks in den nächsten Tagen auf deinem Konto sehen. Ich habe schon meine V-Bucks bekommen, ihr habt schon gerade gesehen, aber dazu haben wir natürlich auch weitere detaillierte Informationen bei dem eigenen Blogpost, und ihr findet natürlich alle weiteren Informationen, die ich vergessen habe oder vielleicht noch vergessen werde anzusprechen bei dem Blogpost, und zwar auf www.epicgames.com/ warte, ich muss mal kurz den, ich kann gerne mal den Link einblenden, einfach ihr seht schon den Link gerade auf dem Bildschirm von das Fortnite Team. Früher haben wir Beutelamas mit zufälligen Gegenständen in Fortnite Rette die Welt angeboten. Dabei handelte es sich um eine Kaufoption im Spiel, bei der man nicht immer genau wusste, was man bekommt. Während manche von euch Spaß daran hatten, diese Beutelamas mit zufälligen Gegenständen zu kaufen und sich vom Inhalt überraschen zu lassen, fanden andere Spieler dies enttäuschend. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Spielern ein besseres Erlebnis zu bieten und euch von Anfang an die Details eurer Käufe im Spiel zu verraten. Über den Itemshop und mit den neuen Röntgenlamas. Also das heißt, ihr bekommt eure 1000 V-Bucks zurück, weil ihr halt vor dem 29. November, nachdem die Lootlamas nicht mehr verfügbar sind, gekauft habt, weil halt ihr nicht vorher wusstet, und manche Spieler das nicht cool fanden, dass man nicht die Beute oder die Gegenstände, die in diesen Lootlamas waren, nicht sehen konnte, wie gesagt. Und deswegen bekommen alle Spieler als, als Entschädigung 1000 V-Bucks zurück. Aber ich lese euch mal weiter in den Blogpost vor. Ob ihr nun ein Fan dieser zufälligen Beutelamas wart oder nicht, im Rahmen eines vorläufig genehmigten Vergleichs zu einer Sammelklage vergeben wir 1000 V-Bucks an alle Spieler, die ein zufälliges Beutelama gekauft haben. Obwohl dieser Vergleich nur für Spieler in den Vereinigten Staaten wirksam ist, haben wir uns dazu entschieden, ihn auf betroffene Spieler weltweit auszuweiten. Ihr müsst hierfür nichts weiter tun. Ihr solltet eure V-Bucks einfach in den nächsten Tagen erhalten. Also manche Spieler sagen, dass das mindestens 5 bis 6 Tage dauern kann, aber ihr könnt auch in den nächsten Stunden sogar das bekommen. Also in mein Auge darauf werfen, habt ihr in Rocket League eine Eventkiste oder einen Schlüssel, der für das Öffnen einer Kiste benutzt wurde, gekauft, dann erhaltet ihr bald 1000 Credits in Rocket League. Also hier gibt es nochmal 1000 Credits in Rocket League, also nicht nur in Fortnite kriegt ihr eine Entschädigung, sondern auch bei Rocket League, wie gesagt. Fragen, hier sind ein paar FAQs, die euch vielleicht weiterhelfen. Ich habe ein zufälliges Beutelama gekauft, aber nicht meine 1000 V-Bucks erhalten. Was kann ich tun? Wenn ihr ein Beutelama in Fortnite Rette die Welt gekauft habt, bevor die Beutelamas aus dem Angebot genommen wurden, müsst ihr selbst nichts tun, um eure 1000 V-Bucks zu erhalten. Alle Spieler, die auf die das zutrifft, sollten in den nächsten paar Tagen die V-Bucks auf ihr Konto gut geschrieben bekommen. Erhalte ich mehr V-Bucks, wenn ich mehr als ein Beutelama in Fortnite Rette die Welt gekauft habe? Nein, ihr erhaltet diese 1000 V-Bucks nur einmal. Erhalte ich 1000 V-Bucks, wenn ich ein Röntgenlama gekauft habe? Nein, Röntgenlamas zeigen ihren Inhalt Verkauf an und sind deshalb nicht Teil dieses Vergleichs, der sich auf Lootboxen mit zufälligen Gegenständen bezieht. Wo kann ich mehr über den Vergleich für diese Sammelklage sowie weitere Optionen erfahren? Mehr Informationen über den Vergleich für diese Sammelklage sowie weitere Begünstigungen unter bestimmten Umständen findet ihr unter www.epiclootboxsettlement.com. Und wir gehen mal auf diese Seite direkt drauf. Das heißt, ihr müsst bei dem Tutorial hat euch quasi Fortnite Rette die Welt gezwungen, einen Beutelama zu kaufen. Und ich glaube, ab dem 29., also die Leaker behaupten es zumindest, ab dem 29. November sind, glaube ich, diese Beutelamas nicht mehr in Rette die Welt verfügbar oder wurden entfernt. Und deswegen alle Leute, die vor dem 29. November irgendein zufälliges Beutelama gekauft haben im Itemshop, ich denke mal für V-Bucks, also kostenlose verdiente Lamas, also Beutelamas zählen, glaube ich, nicht dazu, aber gekaufte Beutelamas zählen dazu, und dann solltet ihr in den nächsten paar Tagen 1000 V-Bucks auf eurem Konto sehen. Dann sehen wir auch noch weitere Informationen, Freunde, ich spende euch auch mal den Link ein, wo ihr auch noch
dort weitere Informationen zu dieser Sammelklage finden könnt. Also zu Epic Games Settlement heißt das. Ansonsten war es jetzt mit den Informationen. Also ganz easy, alle Leute, die vor dem 29. November, Januar, ein zufälliges Beutelama in Fortnite Rettet die Welt gekauft haben oder allgemein das Tutorial abgeschlossen haben, was euch gezwungen hat, ein Beutelama zu kaufen, bekommen in den nächsten paar Tagen 1000 V-Bucks auf ihr Konto, was natürlich mega, mega nice ist. Und ansonsten war es mit den Informationen. Heute sollte es, glaube ich, noch einen Stream geben. 2 Stunden werde ich ein bisschen zocken. Ja, abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren, um am Laufenden zu bleiben, was Fortnite angeht. Ich gucke nochmal, ob weitere Informationen hier drin sind, die ich noch erwähnen kann. Achso, ja, bevor wir zum Auto kommen. Wir glauben, dass Spieler im Voraus wissen sollten, wofür sie bezahlen, wenn sie im Spiel einkaufen. Aus diesem Grund bieten wir heute nur Röntgen-Lamas an, die ihnen den Inhalt, die euch den Inhalt zeigen, bevor sie ihn, bevor du ihn im Rettet die Welt-Modus kaufen kannst. Also mega nice Sache, dass wir einfach 1000 V-Bucks dazu bekommen und dass wir ab jetzt in Rettet die Welt sehen können, was in diesem Beutel-Lamas drin ist. So, Freunde, bevor ich das Video beende, muss ich nochmal sagen, und zwar, Freunde, dass das, muss ich sagen, dass das nächste Portal schon produziert wird und jetzt bald geöffnet wird vom Nullpunkt. Also man sieht schon die Datei wurde vor ein paar Minuten entschlüsselt, gerade wo ich das Video aufnehme, beziehungsweise diesen Clip aufnehme, weil diese Info jetzt gerade einfach so reinkam und gerade wo ich das Video vor allem schneide. Aber ja, die nächste Kooperation wird mit Alien sein, also Alien kommt nach Fortnite von Xenomorph oder so, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich kenne mich da leider ebenfalls nicht so gut aus. Und hier steht auch, der nächste Jäger wird sehr, sehr wahrscheinlich Xenomorph von dem Alien-Film sein. Komisch, wirklich sehr, sehr komisch. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt als Skin in den Shop bringen werden, aber es ist so, das Portal wurde geöffnet und man sieht in diesem Portal einen Raum von dem Film Alien und das sollte dann wahrscheinlich am Sonntag, wie die vorherigen Jäger, um 1 Uhr nachts in den Shop kommen und dazu soll es in den nächsten paar Stunden oder sogar Tagen einen neuen Realitätsshop geben. Aber ab geht's jetzt zum Outro. Wir sehen uns im nächsten Video, das heißt, beziehungsweise beim nächsten Stream. Haut rein und bis später.